Hallihallo, wunderschönen guten Tag, YouTube. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Fallout. Wir sind gerade auf der Suche nach einem Detektiv, der unseren Sohn suchen könnte und müssen uns da so ein bisschen durch so eine komische Ghoul-Gang schießen in der U-Bahn. Daran erinnere ich mich noch, weil bei mir ist immer, ne, wir haben jetzt gerade Karfreitag, ich habe letzten Sonntag letztes Mal Fallout gespielt, das ist ein bisschen Abstand. Aber ich denke, wir kommen da schon noch wieder rein. Das wird schon was. Und ich habe gerade festgestellt, dass es hier unten ja Kurztasten gibt für Stimpak und Redaway. Und dass wir ein Level-Up haben. Deswegen machen wir als erstes das Level-Up. Ich war so ein bisschen überlegen, auf welche Waffen wir gehen wollen. Tatsächlich. Oder ob wir hier noch irgendwas nehmen. Dein Begleiter oder dein Hund mehr Schaden. Das ist ja irgendwie sinnvoller. Jetzt muss ich mal kurz fragen den Chat. Jolly, weißt du das? Kann ich eigentlich üblicherweise mehr als einen Begleiter haben oder kann ich eh immer maximal einen Begleiter haben? Ich würde wahrscheinlich trotzdem auf die Glückssachen weitergehen, die wir nehmen dürfen, wie zum Beispiel mega kritische Treffer. Dass er einfach mehr Damage macht. Blutige Masse, Bonusschaden. Wir könnten mehr Munition finden, wäre auch nicht so schlecht. Aber ich glaube, wir brauchen mehr Damage. Und daher würde ich einfach sagen, Bonusschaden mit blutiger Masse. Alternativ ist, wir wollten auf Waffen gehen. Stärke ist da nicht. Revolver wäre ganz nett. Aber ich glaube, da brauche ich dann eine gewisse Beweglichkeit, oder? Ne, Beweglichkeit ist nie das Limit, okay. Oder wir würden Wahrnehmung leveln, das wäre auch nicht so kacke, weil Wahrnehmung ja unsere Waffenpräzision im Wets ist und wir wollen ja viel mit Wets arbeiten für die kritischen Treffer. Schadensresistenz des Ziels wäre auch nicht so. Steigerung der Trefferchance und des bei Wets verursachten Schadens. Auch nicht so schlecht. Also Waffenkategorien können wir uns, glaube ich, nicht gut drauf fokussieren, außer wir würden Gewehrschütze nehmen, Angriffe, nicht automatische Gewehre. Die benutzen wir aber schon viel. Würde ich jetzt sagen. Doppelten Schaden, die gehören 30% des Gegners Rüstung, haben 12% höhere Chance auf Verkrüppelung. Gehören 15%. Ich glaube, da ist schon das Level-Up gar nicht so kacke. Rüstungswert ignorieren. Das hört sich echt gut an. Andererseits, Bonusschaden explodiert einfach in blutige Masse. Wir können Kettenreaktionen auslösen, wenn da Leute zusammenstehen. Oder wir machen mit Crits doppelten Schaden. Also wir machen mit Crits einfach mal doppelten Schaden statt 50% Schaden. Soll dann eigentlich immer ein One-Tap sein, aktuell. Brauchen wir dann eh lange nicht leveln. Zum vierfachen Schaden. Ja, nehmen wir. Okay. Dann gucken wir mal weiter. Wir haben ja hier sogar so ein Gewehr, also wir werden vielleicht dann doch mal die Gewehrsachen leveln. Hallo. Na? Nicht mal, wo wir jemand ist. Achso, da geht's nach unten. Ah, ja. Okay, der hat uns da gesehen. Ich muss mich mal locker machen. Ich bin total überdreht. Anscheinend musst du dich mal locker machen. Hier liegt Vorkriegsgeld. Kochplatte, Instapüree. Moment mal. Das kann ich nicht machen. Komm zurück, du Sau. Nichts? Bilde ich mir jetzt schon Sachen ein? Ich wollte dir von hier oben eine geben. Alternative sind eben die, ne?
So, pom, pom, pom. Das kann ich nachgeladen komplett. Was zum? Okay. Wir speichern mal. Schleichangriff. Ich glaube, ich kann ihn nicht mehr treffen. Wait, ich habe ihn noch getroffen? Ich habe ihn durch die Wand angeschossen oder was? Auf jeden Fall habe ich meinen Crit aufgeladen beim zweiten. Das ist ja lustig. Willst dich wohl verdammt? Ha, ne. Will ich offensichtlicherweise nicht. Maschinenpistole. Die ist, glaube ich, nicht so geil. Die hat echt relativ niedrigen Schaden für ein 12er Gewicht. Da waren Schrotpatronen. Nice. A-Klammerbox. Shiny. Superkleber. Stellbare Schraubenschlüssel brauchen wir, glaube ich, nicht. Was geht denn hier ab? Vortec Terminal. Mitarbeiter. Voltec für mich begrüßen zu Volt 114. Möglichst bald in dieser neuen. Noch sind wir nicht so weit, dass wir die großen Zahnradtür finden. Ich glaube, das habe ich schon mal gelesen. Ja. Ist ja wohl für hochrangige Mitglieder, genau. Ich erinnere mich dran. Das war das soziale Experiment. Dass die Leute, die richtig was zu sagen haben, nehmen und die in eine absolute Shit-Position bringen und dann ein Sozialexperiment damit machen. Ich erinnere mich dran, um zu gucken, was passiert. Oh! Da lade ich sogar. Aber das ist auch kein automatisches Gewehr, ne? Glaube ich. Zählt doch hier rein. Genau, also zumindest von der Optik zählt es hier rein. Schraubenzieher, Sicherung. Sicherung war, glaube ich, was ich immer mitnehmen will, weil das relativ seltene Ressourcen gibt. Unbeschädigtes Abraxo-Putzmittel. Ah ja, aufbereitetes Wasser. Was ist denn am unbeschädigten Abraxo-Putzmittel anders? Jetzt bei U, ne, dann. Säure, Antiseptikum, Glasfaser. Das gleiche. Sieht halt nur hübscher aus. Okay. Und vielleicht mehr wert oder so, keine Ahnung, aber. Von den Ressourcen, die es gibt, ist es genau das gleiche. Ich glaube nicht, dass wir Glühbirnen brauchen. Im anderen Spiel würde ich sagen, man könnte da oben lang. Dem Spiel jetzt nicht unbedingt. Dino. Na, Valentine, wie geht's? Hast du Hunger? Willst du einen Happen zu essen? Laber nur weiter, Fleischklops. So hat Skinny Malone mehr Zeit, sich zu überlegen, wie er dich kalt macht. Erzähl keinen Mist, Valentine. Du hast doch keine Ahnung von irgendwas. Tatsächlich? Ich habe gesehen, wie er deinen Namen in sein schwarzes Buch geschrieben hat. Mieser, kleiner Kartenbetrüger waren, glaube ich, seine Worte. Okay. Dann hat er den Namen dreimal durchgestrichen. Dreimal durchgestrichen? Im schwarzen Buch? Aber... Oh nein, das muss ich gerade biegen. Und zwar schnell. Hm. Hallo. Moment mal. Wait, warum ballerst du denn jetzt plötzlich auf mich? Wir haben doch einfach... Du hast mich doch eh schon entdeckt und hast du nichts gemacht. What the fuck? Ich weiß nicht, wer du bist, aber wir haben 3 Minuten, bevor die merken, dass der dämliche Muskelberg nicht wieder zurückkommt. Mach die Tür da auf! Okay, wie mache ich die auf? Ah, da! Du musst das Terminal da hacken! Ja. Moment, ich habe das Passwort doch gerade gekriegt. Wollte gerade sagen. Nummer ziehen? Ah ja, man kann eine Nummer ziehen. Öffnen.
müssen wir noch kurz was futtern. Ich habe eine Nummer gezogen, alles klar. Ah, es ist so gut. Nee, das ist nicht. Das ist. Nee. Jetboost, Karotte, Klingenkorn, Köterkeule ist was, was man mehr futtern kann, ne? Genau. Hallo? Du bist ja auch ein Ghoul. Nee. Ah, mein strahlender. Du bist ein Robo. Aber die Frage ist doch, warum kommt er den weiten, gefahrvollen Weg, nur um einem alten Privatdetektiv zu helfen? Was bist du? Was bist du? Wie gesagt, ich bin Detektiv. Nicht nur. Ja, die Haut und die Metallteile sind nicht sonderlich vertrauenerweckend. Aha. Aber das spielt jetzt keine Rolle. Im Moment interessiert mich nur, warum du dir die Mühe gemacht hast, mich zu befreien. Wait. In Diamond City sagen alle, wir haben Synths unter uns, aber keiner weiß, wer es ist. Und der Typ hatte Diamond City gelebt? Hä? Ich hab Fragen. Viele Fragen. Schweigen bringt uns überhaupt nicht weiter. Hab schon verstanden. Da müsste meine Frau schon, mein Sohn fühlt. Ich weiß nicht mehr, wer er ist oder wohin er verschwunden ist. Ich verfolge einen Mörder. Der Mistkerl hat meine Frau erschossen und meinen Sohn entführt. Ich weiß nicht einmal, wer er ist oder wohin er verschwunden ist. Du brauchst also einen Racheengel, ja? Nee, Racheengel müsste selber sein. Blutgeld nicht mein Ding, aber da kann ich wohl mal eine Ausnahme machen. Ich sitze hier seit ein paar Wochen im Bau. Hat sich herausgestellt, dass die vermisste Tochter, die ich suchte, gar nicht entführt wurde. Sie ist Skinny Malones neue Flamme und sie ist ein fieses Miststück. Aber egal, du hast ein Problem und ich helfe gerne. Aber nicht jetzt, wir müssen hier raus. Dann reden wir. Ich habe das Gefühl, relativ viel... Malones Leute hier waren früher kleine Gaunen. Bingo. Erstmal das nehmen. Na, die von größeren Fischen aus ihrem alten Viertel vertrieben Skinny. Wurden. Da kommt noch ein Thema. Keine Ahnung, was mit den alten Besitzern passiert ist. Dies ist Vault-Tec Interview 87 für die Position des Aufsehers von Vault 114. Der Bewerber hat sich geweigert, seinen echten Namen zu nennen. Stattdessen hat er nur den Namen Suppendosen-Harry angegeben. Suppendosen-Harry. Ganz richtig, ich sag euch gar nichts. Mein Name ist mein Name. Und nicht der Rang und die Nummer, die mir die Regierung aufgedrückt hat. Faszinierend. Mr. M. Suppendose. Können Sie mir erklären, wieso Sie der Regierung nicht... Alia 50 Watt Shaman. Jetzt hätte ich Shatman gesagt, das war was anderes. Wunderschönen guten Morgen. Hallihallo. Herzlich willkommen. Und das Geld dann für Ihre Illuminaten-Freimaurer-Sexpartys. Was sind wir hörend? Ich sollte so leben können, wie ich es für richtig halte. Die Straßen und Gassen und Müllcontainer wurden auch mit meinen Steuern bezahlt. Also schlafe ich, wo ich will. Wir haben gerade Dino, nee, nicht doch Dino getötet. Moment, wie heißt der Typ, den die Detektiv gefunden? Läuft das eigentlich ganz gut? Ich habe nur eine große Frage, wie Leute in Diamond City nicht... Oh. Sie könnten der perfekte Kandidat für uns sein. Wie würde es Ihnen gefallen, der neue Aufseher von Bord... Zonk! Ich trag ganz bestimmt keine verfickte Krawatte und auch keine Hose! So, was ist denn jetzt hier? Leute, gebt mal euren Scheiß her. Dandyboy-Äpfel, die brauchen wir glaube ich alle nicht. Stift. Stift ist Plastik, ohne das ist was. Sehr gut. Wir haben keinen wirklichen. Oh, genau, jetzt habe ich die Waffe genommen aus Versehen. Das wollte ich gar nicht. Packen wir wieder rüber. Achso, ich muss hier. Nehmen. Pistole, Haarklammer, Yato, Jum. Wie geht's dir denn, 50? Mir wurde. So. Kann ich mal kurz pausieren? Also, ich habe ein paar Fragen.
wie weichgespült das Gehirn der Leute in Diamond City ist, wenn die nicht erkennen, dass der Detektiv ein Synth ist, aber die ganze Zeit sagen, oh, wir haben Robos unter uns und wir wissen nicht, wer sie sind und sich dann Brüder gegenseitig erschießen, aber der Typ hat literally offenliegende Metallteile im Gesicht. Hast du Urlaub? Nice. Oder habe ich nicht. Aber ich habe ein langes Wochenende. Das ist fast genauso gut, finde ich. Rudi, ich muss hier noch ein bisschen looten. Ich kann doch hier nicht einfach gehen. Wait, die haben sich mit Abraxo-Putzmittel geduscht? Alter. Sie meinen dick wie Walfett. Die Tür hier ist im Eimer. Mal sehen, ob ich sie aufbekomme. Das ist ein bisschen davor. Ich glaube auch, aber das war überraschend, das da zu sehen. Deutlich einfacher, wenn das Schloss nicht auf der anderen Seite ist. Und die Hand. Kann ich schon verstehen, dass man dann so Fragen hat. Ich erledige das schnell. Du Triff doch! Warum heißt er eigentlich Todesschütze? Das war wohl der letzte. Warum heißt er eigentlich Todesschütze, wenn er mit einem Baseballschläger ankommt? Ich was gesehen habe. Ein langes Wochenende ist schon was Feines. Hast du was Tolles vor oder nur chillen? Wir kriegen morgen Besuch von einem Kumpel meiner Freundin, den ich inzwischen auch schon ein bisschen kennengelernt habe, der ganz nett ist. Am Sonntag sind wir bei der Familie und Montag mache ich mit meiner Freundin einen langen Stream auf ihrem Kanal, wo man sich gegenseitig die Spiele vorschlagen kann. Also entweder, ne, also wir sitzen halt zusammen vor der Kamera und so alle Stunde frühestens darf man das Spiel wechseln. Außer man vetot's halt. Und also die Idee ist so ein bisschen, dass wir quasi abwechselnd vorgeschlagene Spiele spielen. So, das ist, glaube ich, die Zusammenfassung. Hey! Wo rennst du hin, Brudi? Genau, und das ist so ein bisschen unsere Idee. Dabei rennt der hier einfach, sprint der einfach durch? Hab ich irgendwas verpasst? Wait, Superkleber ist mehr wert als ein Silberlöffel. Alles klar. Das ist ein Kombi-Schraubenschlüssel. Achso, der. Günstiger Wunderkleber, Terpentin. Ich brauche alles nicht. Der ist ganz schön am Sprinten, der gute Mann. Okay. Wait a second. Ich will nicht meinen eigenen Typen treffen. Eingelegtes Fleisch. Nee. Kronkorken. Schmutziger, gestreifter Anzug. Nee, den brauchen wir nicht. Was gab's hier noch? Patrone, Kronkorken. Wir müssen einiges schon liegen lassen, weil wir leider gar keinen Platz mehr haben. Und ich wollte das hier noch öffnen. Was habt ihr denn so vor am Wochenende? Habt ihr einen Plan? Oh wow. Das war easy. Baumwollgarn. Jet sollte man mitnehmen. Und Redaway sollte man, glaube ich, auch mitnehmen. Oh. Da ist eine Melone. Nimm die Melone mal mit. Nicht verrostete Blechdose. Okay, hier ist alles noch irgendwie fast neuwertig. Salisbury Steak. Sollte hier eigentlich gar nicht verstrahlt sein. Mir ist nichts geplant, nur chillen, Kaffee trinken und Freunden. Noch mehr Stufen? Hm. Wer hat diesen verdammten Vault gebaut? Ein Fitnesstrainer? Wir hätten doch den anderen Weg nehmen können, da waren nicht so viele Stufen. Oh, ups, das war die falsche Taste. Aber du wolltest ja unbedingt hier lang. Guck mal.
What the fuck? Alles in Ordnung? Müssen wir was essen? Ich tank gerade sehr, sehr viel mit dem guten Mann, der hier die Gegner pullt. Nom 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 nom. Geht's rund, ey. Du. Spielzeugtruck, aber wir haben keinen Platz mehr für die Spielzeugsachen, auch wenn es eigentlich ganz geil wäre. Wegen den Schrauben. Wir haben immer ein bisschen Schraubenproblematiken. Ja, immer zwischendurch nom nom nom. Genau, dachte ich mir auch. Wir machen nochmal nom nom nom. Schönes Hundefleisch. Wir legen hier eine Maschinenpistole rum. Wie sind die hier hingeflogen? Skinny Malone und der Rest seiner Jungs warten irgendwo. Lass mich raten. Der Name ist übrigens... Ich krieg noch. Ironisch. Lass dich bloß nicht täuschen. Das ist alles gefährlich. Es wird, wird verraten, dass das Skinny Malone ein Spaßname ist. Okay. Was habe ich jetzt hier? Ist hier immer noch der Ganze? Also, bis noch hier für die Bewohner ordentlich eine Schlange bilden, direkt Voltaufzüge anziehen. Wohnbereich A1. Ah. Könnte ich hier vielleicht noch irgendwelche spannenden Sachen nicht aufnehmen? Hundsbike nicht aufnehmen. Achso, wer wo zugeordnet ist. Kleinkind, Brenner, Todd Gates, Junggeselle. Aber ich höre dicke, fette Schritte. Sei auf alles vorbereitet, sobald wir durch diese Tür gehen. Ja, let's go. Bin ich bei dir. Machst du sie auf? Oh. Ich dachte, wir können einfach weiterlaufen. Was soll das denn? Du kommst in mein Haus, erschießt meine Jungs. Hast du eine Ahnung, was mich das alles kostet? Ich wäre nicht hier, wenn dein Mädel nicht so durchtrieben wäre, Hungerhaken. Sag ihr, sie sollte öfter mal ihren Eltern schreiben. Oh, armer kleiner Valentine. Ah genau, Valentine ist der Typ. Kennst du dich nicht, weil dich ein Mädchen vermöbelt hat? Am besten laufe ich wieder heim zu Papa. Alles klar, danke, 50. Das ist nicht das alte Viertel. In diesem Wort habe ich das Sagen, hörst du? Und ich lasse nicht zu, dass irgendjemand uns aufhält. Jetzt! Deine Leute sind alle tot. Habt ihr doch gesagt, wir hätten ihn einfach umlegen sollen. Aber du musstest ja sentimental werden. Die guten alten Zeiten. Welche guten alten Zeiten? Der ist ein Robo. Ich mach das schon. Ich bin so verwirrt. Hat immer alles unter Kontrolle. Tatsächlich? Und was macht der Typ dann bitte hier? Valentine hat ihn sicher mitgebracht, damit er uns alle kalt macht. Muss nicht. Warte, warte, Skinny, denk an den Steinbruch. Lily June on the Rocks. Sarkastisch, das war nicht der Plan, aber hey, sehr verlockend. Skinny ist nichts für dich, Dala. Jag ihm eine Kugel im Kopf, dann lasse ich dich vielleicht gehen. Hey, ich rede mit dir. Ich könnte versuchen, das ist sehr schwer... Ich nehme das... Oh, versuch mal das sehr Schwere. Skinny ist nichts für dich, Dala. Jag ihm eine Kugel in den Kopf, dann lasse ich dich vielleicht gehen. Wow, du bist ein echt böser Junge, nicht wahr? Tut mir leid, Baby. Das war's mit uns. Und mit dir. Du hinterhältiges Luder. Weil ich auch immer auf tolle Beine... What the fuck? Hast du ein Problem? Okay, da ist sie schon dead. Nice. Eliminieren wir den mal da raus. Echt ganz schön viel. Ich habe ja 27 nachgeladen, ich Vollidiot. Wo rennst du hin, Brudi? Wir müssen wieder mal Mampen machen. Die Kugeln wiegen wohl auch einiges. Gute Nacht, mein Prinz. Auf die guten alten Zeiten. Was für gute alte Zeiten? Das wird ein unangenehmes Gespräch mit Dalas Eltern.
Wenn ich Ihnen erzähle, dass Ihre Tochter das Zeitliche gesegnet hat. Ja, dann kann ich jetzt ja nichts dafür. Damit abgeschlossen. Also, da habe ich ja jetzt nichts mit zu tun. Mahagoni Baseballschläger. Verschwinden wir mal verkaufen. Hier. Es gibt eine Wartungsleiter. Zeder Baseballschläger, die sind alle. Oh, die sind alle gleich. Parierten gleich. Kronkorken. Ammo, Entschuldigung. Ammo, nicht Kronkorken. Oh, größerer Werkzeugkasten kann man noch entsperren. Ganz entspannt. Wie schön. Haarklammer, Kronkorken, Superkleber. So, und wir gehen jetzt durch eine Wartungsdingsbums. Direkt nach oben sind wir so nicht reingekommen. Habe ich eigentlich noch eine. Ich habe noch meine Sniper, die aber keinen. Nicht viel Damage macht. So, hier haben wir uns schon mal reingeballert. Nick Valentine. Ja, aber wir haben auch die schwere Überzeugung geschafft. Das finde ich eigentlich ganz geil. Daher spiele ich ja Charisma. Da mussten wir sie zumindest nicht erschießen. Sie wurde halt von den Gangstern erschossen, die komplett um sie rumstanden. Vor allen Dingen jagt ihm eine Kugel in den Kopf und sie hat einen Baseballschläger daheim, mit dem sie noch kämpft. Sie hatte nicht mal eine Schusswaffe. Und keine Rüstung. Naja. Da kann ich jetzt wenig dafür. Der Wert bestimmt die Abhängigkeit der kritischen Treffer und die Qualität der Gegenstände, die du findest. Habe ich es noch nicht so richtig gemerkt, dass ich krass hohe Qualität von Gegenständen finden würde, aber vielleicht bin ich einfach noch im Level zu niedrig. Sieh nur. Der Himmel über dem Commonwealth. Hätte nie gedacht, dass so etwas Bedrohliches so einladend aussehen könnte. Oh. Danke, dass du mich da rausgeholt hast. Wie hast du mich eigentlich gefunden? Hat doch kaum jemand gewusst, wohin ich gegangen bin. Sind wir mystisch oder erklären wir es ihm? Wir erklären es ihm, glaube ich. Deine Sekretärin Ellie. Sie hat mich geschickt. Tatsächlich? Ich sollte wohl ihr Gehalt erhöhen. Also, du hast einen Mörder erwähnt, den du suchst und der deinen Sohn entführt hat. Komm in mein Büro in Diamond City. Erzähl mir alles, was du weißt. Die Hand. Außerdem hast du dir die Gelegenheit verdient, dich zu setzen und deine Gedanken zu ordnen. Keine Zeit, mich hinzusetzen und zu plaudern. Wir sehen uns dort. Du hast Diamond City gesagt, ja? Genau. Kennst du den Weg? Ein paar Blocks südwestlich. Mein Büro liegt in einer Gasse. Kenne ich. Such nach dem Neonherz. Nach dir, Nick. Gut, beeilen wir uns. Folge mir. Sei mein Valentine. Schließe mein Valentine. Sei mein Valentine ab. Okay. Das gab ein Achievement. Wirf doch mal nicht alles um. Rudi. Was war das? Oh, hier sind wieder Raider in der Nähe. Ach, ja, so lange wie ich im Kommen. Zonk! Alles klar bei euch? Schau mal, wer da ist. Worauf schießt du? Ach, darauf schießt du. Noch zwei Schüsse. Okay, da kann ich nicht durchschießen aus irgendeinem Grund. Soll meine Visage wirklich die Leute sein, die du siehst? Okay, die waren ja einfach nur ein bisschen am Rumchillen, die Raider, glaube ich. 45er Impro-Revolver, Kronkorken, die ganzen Scheiße brauche ich, glaube ich, nicht. Oh! Ich würde sagen, die habe ich doch nicht platt gemacht. Die haben anders platt gemacht. Lederrüstung, Metallrüstung, rechtes Bein. Metallrüstung, linker Arm, Jagdgewehr kurz. Hm.
Wir müssen, glaube ich, irgendwann nochmal anfangen, unsere Siedlungen auch ordentlich aufzubauen. Das gilt aber auch für die anderen. Da kommen sie! Zack! Schöner Hit. Die Augen auf und den Kopf in Bewegung. Hier kann es schnell brandgefährlich werden. Zahnbürste. Diamond City ist es hier nirgendwo. Die Security kontrolliert das Gebiet. Allerdings gibt es immer wieder Probleme. Trotz der Prahlerei des Bürgermeisters ist das hier die Sicherheit. Sieht auch schon keiner Special aus. Sind aber ein bisschen nervös. Kirchgemeinde Geheilige Mission. Kann bestimmt auch noch reingehen und irgendwelche Quests für machen. Aber erstmal schieben wir hier Valentine nach Diamond City zurück. Fresh Kill, Fresh Grill. Ah ja. Da sind wir doch schon bei Diamond City. Ich hatte immer noch was, wo es hier oben drauf war, oder? Kronkorken. Kronkorken. Was man halt nicht so findet in so einem alten Müllding, ne? Aalpinsel, Radio, schön die Tau-Signal verloren. Das Problem ist ein bisschen, ich würde glaube ich auch das Fallout Radio anmachen, aber das Problem ist, ich habe bei YouTube in den ersten 2 Folgen gemerkt, dass nicht nur werden die Dinger geclaimed tatsächlich für die Musik, sondern sie werden teilweise sogar in Ländern gesperrt und ich glaube, das ist dann wirklich ein Problem. Für YouTube. Auch wenn es in dem Fall nur in Russland war, aber mir nicht ganz klar ist, warum in Russland bestimmte Lieder einfach gesperrt werden oder verboten sind oder so, keine Ahnung. Das wirkt irgendwie komisch. Lauf mal schneller, Nick. Selbst wenn ich nicht sprinte, bin ich schneller als du. Ghule verstecken sich gerne im Dunkeln. Das ich dachte vor allem erst, er ist ein Ghule, ne? Aufregend. Oh. Nehmen wir noch ein Fleisch mit, dafür, dass wir kochen können. Noch ein bisschen Hundehappen machen können. Warum liegt denn hier eine? Ach ja, habe ich glaube ich eins hingelegt, ne? Ah, ich bin hier auf dem Weg. Macht mich nicht so an. Ich habe immer noch keinen Command für meine Modliste, die ich benutze. Ich habe irgendwie mitgekriegt, ganz viele Leute warten wohl auch auf eine Fallout 4 Remastered-Version. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Bethesda das ordentlich hinkriegt. Ich meine, die 4K-Texturen haben sie ja schon gemacht. Was wollen sie noch machen? Sie müssten irgendwie das ganze Lighting oder so überarbeiten, damit das wirklich cool wird. Ich glaube nicht, dass sie das ordentlich hinkriegen. Hab das Interview mit dir gelesen. Das wird eine Shitshow sein. Ich meine, wir haben Starfield gesehen. Dass man Hoffnung hat. Sehe ich auch so. Das Institut? Ich habe vor denen keine Angst. Der ist doch safe jemand vom Institut. Ich schwör's. Wagt euch nicht unbewaffnet vor die Mauer. Hier gibt's das Beste für den Selbstschutz. Hallo? Habe ich jetzt die Tür gepackt? Ah, jetzt darf ich. Okay. Ellie? Bist du da? Nick? Wie gut, du bist es wirklich. Tja, diese Visage ist wirklich nicht zu verwechseln. Du lachst dem Tod ins Gesicht, aber eines Tages wird er zurücklachen. Nicht solange ich Freunde habe, die mich unterstützen. Du hast Nick, diese Agentur und meinen Job gerettet. Danke. Kein Problem, ich loot euch nur ein bisschen die Scheiße weg. Wegen meiner Belohnung. Warum muss die Stimmung immer mit Gerede über Geld ruiniert werden? Hier sind die abgemachten Kronkorken fürs Suchen und ein kleiner Zuschuss. Du hast mir Geld versprochen. Wenn du Detektiv spielst, könnte Nick durchaus einen neuen Partner gebrauchen. Hey, verblasster Trenchcoat. Ellie, wir haben hier jemanden, der vorher unsere Hilfe braucht. Gut, komm dir die Fallakten an. Setz dich. Mach's dir bequem. Dann setz ich mich wohl mal. Wenn man nach Vermissten sucht, steckt der Teufel im Detail. Erzähl mir alles, egal wie schmerzhaft es ist. Hm.
Wir waren in einem Vault, als es geschah. Vault 111. Eine Art Kryoanlage. Du warst eingefroren, oder? Und noch wichtiger, du warst im Untergrund. Versiegelt. Viele Hindernisse, um nur eine Person zu entführen. Mhm. Was kannst du mir noch erzählen? Da waren ein Mann und eine Frau. Sie sagten nicht viel, aber sie nannten mich den Ersatz. Also ein kleines Team. Profis. Die wissen, dass man bei Aufträgen nicht viel redet. Keine Ahnung, was der Ersatz bedeutet. An was das ist so ein offensichtlicher Sinn. Wir suchen nach meinem Sohn. Sean. Er ist nicht... Aber der Sohn wird nicht wissen, dass er Sean heißt. Warum sollte ihn jemand entführen? Gute Frage. Warum gerade deine Familie? Und warum ein Kleinkind? Jemand müsste für ihn sorgen. Immerhin ist er noch ein Baby. Da haben wir's. Das war kein Zufall. Wer auch immer dein Kind entführt hat, ging planmäßig vor. Viele Gruppen im Commonwealth entführen Leute. Raider, Supermutanten, die Gunner. Und natürlich das Institut. Du glaubst also, das Institut steckt dahinter? Tja, die sind der Buhmann des Commonwealth. Wenn was schiefläuft, beschuldigt sie jeder. Ist auch verständlich. Ihre ersten Synths nehmen ganze Städte auseinander und töten jeden, der im Weg steht. Und es du? Es gibt auch neue Modelle, fast menschlich. Aha. Städte infiltrieren und im Hintergrund die Fäden ziehen. Aber niemand weiß, warum sie es tun, was ihr Plan ist oder wo sie sind. Nicht mal ich. Und ich bin selbst ein Synth. Also, okay, er weiß es. Der Prototyp. Du bist ein Prototyp? Soweit ich weiß. Ich habe noch nie einen Synth wie mich gesehen. Die Älteren sind dumm wie Brot und ganz aus Metall. Die Neueren fast menschlich. Ich bin irgendwo dazwischen. Lüg mich nicht an, Nick. Du bist einer von ihnen. Sie haben dich gebaut. Lüg mich nicht an, Nick. Du bist einer von ihnen. Sie haben dich gebaut. Ja, kenne ich schon. Du bist ein Freak. Du hast was zu verbergen. Bla, bla, bla. Die Wahrheit ist, wer clever genug ist, mich zu bauen, ist auch clever genug, um seine Spuren zu verwischen. Und arrogant genug, um seinen Müll im Commonwealth abzuladen und sich selbst zu überlassen. Okay. Du weißt nichts über sie? Wirklich? Irgendwelche Sicherheitseinstellungen blockieren die Erinnerungen. Nicht nur bei mir. Jeder Synth, der auf den Müll kommt, zurückbleibt oder flieht, hat das gleiche Problem. Da muss man sehr gut hacken können, um ihn wahrscheinlich Sicherung umzubauen. Wie auch immer. Ich muss schauen. Ich vermute mal, das geht irgendwie. Diese Spekulationen lenken uns nur ab. Konzentrieren wir uns auf das, was du weißt. Wie sahen die Entführer aus? Tief und rau wie Schmirgelpapier. Der Kerl, der meine Frau getötet hat, trug eine Handfeuerwaffe. Dieses Geräusch. Einer kam ganz nah ran, er hatte eine Glatze, eine Narbe, die quer über sein linkes Auge ging. Die Frau trug eine Art Schutzanzug, glaube ich. Der Mann hatte... Ich hoffe, meine Erinnerungen sind richtig. An seinem Arm. Vielleicht eine selbstgebaute Rüstung. Viele Söldner machen das, um hart auszusehen. Der Schutzanzug ist interessant. Sowas können sich nur wenige Söldner leisten. An was erinnerst du dich noch? Einer kam ganz nah ran. Er hatte eine Glatze und eine Narbe, die quer über sein linkes Auge ging. Warte. Das kann nicht sein. Du hast nicht etwa den Namen Kellogg gehört? Nein, sie haben ihren Namen nicht genannt. Vielleicht schon. Nein. Sie haben ihren Namen nicht genannt. Ah, das wäre ein extremer Zufall. Ellie, was wissen wir über den Fall Kellogg? Die Beschreibung passt. Glatze, Narbe, macht gefährliche Söldnerjobs. Aber niemand weiß, wer sein Auftraggeber ist. Und er hat hier ein Haus gekauft, oder? Hatte er nicht ein Kind dabei? Ja, genau. Das Haus in den verlassenen West Stands. Der Junge war ungefähr 10 Jahre. Oh, shit. Er wohnt hier? Er ist noch in der Stadt? Beide sind vor einer Weile verschwunden, wenn ich mich recht erinnere. Aber das Haus ist noch da. Schauen wir doch bei Kelloggs letzter Anschrift vorbei. Vielleicht finden wir raus, wohin er verschwunden ist. Die Sicherheit ist dort nicht sehr präsent. Daher solltet ihr vorsichtig sein. Das bin ich immer. Okay. Ich
Ich werde mir gleich nochmal kurz eine Decke holen, um es ein bisschen gemütlich zu machen. Bin gleich wieder da. Also, ich gehe nicht wirklich aus dem Raum. Ich hole mir wirklich die Decke von hier neben mir. Bei uns ist nämlich richtig beschissenes Wetter. Das ist so ein richtiger April-kalter Regentag. Da ist es, glaube ich, gut erklärbar, dass ich hier mit Kuscheldecke sitze. Und selbst wenn nicht, wäre es mir eigentlich auch egal. Sind wir ehrlich. So, ich drücke immer. Müssen wir mal zu den. Eigentlich nochmal zu den ganzen Händlern und Sachen verkaufen. Wir haben einen Haufen Shit wieder dabei. Baseballschläger zum Beispiel. Darf ich einen Abstecher machen? Oh, anscheinend nicht. Ich wollte nicht, dass Ellie es hört, aber dir sollte ich es sagen. Alles, was ich über Kellogg herausgefunden habe, ist schlimm. Er ist mehr als nur ein Söldner. Ist das ein Pip-Boy? Er ist ein Profi. Ich werde meinen linken Arm für so einen Teil geben. Sauber, gründlich. Hat keine Feinde, weil sie alle tot sind. Bis auf dich. Zu 90% ist das unser Mann. Es ist nicht nur sein Aussehen. Auch die Vorgehensweise ist ganz die seine. Ein Baby mit einem kleinen Team zu entführen und einen Elternteil am Leben zu lassen? Das bekommen nur wenige Söldner im Commonwealth hin. Okay. Da wohnt jemand oben drauf? Darf ich jetzt nochmal kurz verkaufen gehen, bevor wir irgendwie da reinrennen? Ich habe ein bisschen Angst, dass es da direkt wieder Loot gibt. Bin gleich da, Bruder. Hier gibt's hochwertige Schlaghölzer! Die besten Schäden. Sicher einkaufen! Genau zu euch will ich. Fuck, ich lauf falsch. Bin falsch am Laufen. Hier. Aha! Hallo! Hast du ein Schlagholz mit etwas mehr Wumms? Ich würde dir gern was Rost, geben. Rostfreie Stahlnägel, ich sag's dir. Was, wenn die uns gerade belauschen? Zeig mal, was du so hast. Spürst du, wie der Griff in der Hand liegt? Hä? Ich wollte dir eigentlich vor allem meine Sachen geben. 194 hast du wieder. Moment, wir hatten doch hier irgendwo. Wo ist denn das? Mahagoni-Baseballschläger, den verkaufen wir dir erstmal. Wie wäre denn der? Moment, ich habe die hier, ne? Das heißt, die beiden kann ich auf jeden Fall auch loswerden. Springmesser ist auch eher dein Metier. Splittermine, Kampfmesser. Wie, das war mit einem Kampfmesser. Ach so, ja, das hatte so ein extra Ding. Vielleicht habe ich doch mit Glück sowas zu kriegen überhaupt. Raketenwerfer, Schlagring ist eh schon zu viel. Wir kriegen das Kampfmesser zurück. Geben wir die Schlagringe noch. Die Leuchtpistole wollen wir behalten. So, das können wir schon mal annehmen. Du hast leider dann kein großartiges Equipment mehr. Ladung Holz, Ladung Korken, Molotov Cocktail, Rockwell Slugger. Du bist ziemlich dicke mit dieser Reporterin, oder? Pass besser auf. Der Bürgermeister steht mit dir. Hey, Arturo. Hab einiges an Zeug. Servus, Brudi. Darf mal sehen, was du so hast. Für jeden was dabei. Geil. Du hast nur 75. Das ist ja nicht so geil. Das ist ja nicht so geil. 54. Das geht jetzt schon nicht mehr. 45. Das geht auch nicht mehr. 38, hast du Schrotpatronen? Weil die gehen mir langsam aus. Ja, ich glaube, die habe ich komplett aufgekauft, tatsächlich. Wächterschutz links, Wächterschutz rechts. Durch Menschen und Supermutanten verursacht Schaden, okay. Scharfschützengewehr. Ist doch gar kein Scharfschützengewehr. Ist doch einfach das, was wir auch haben, das Jagdgewehr mit einem dicken Visier. Kampfflinte. Was ist das denn?
Alles klar, Jolly, wunderschön. Schallgedämpft. Schallgedämpft, gehärtet und panzerbrechend. Alles klar. Vollständiger Kolben, mittlerer leuchtfieser Schalldämpfer, gehärtet, panzerbrechender Verschluss. Okay. Hallo, Lady. Schon wieder. Okay, ich habe einiges im Angebot. Was sind dein Problem mit mir? Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Alles, was du brauchst. Was ist denn dein Problem mit mir? Du hast ganze 7. Hast du Schrotmunition? Haarklammern müssen wir eigentlich nicht kaufen. Da haben wir echt genug aktuell. Beton, Dünger, Federn, Gummi, Holz, Keramik, Kupfer, Plastik, Porzellan, Stahl, Stahl. 250 Stahl. Alles klar. Mentats, Mr. Handy Modelle, Mutabeere. Red X, Red Array, Rakete. Du hast Raketen im Angebot. Ich will einen Raketenwerfer. Schrotpatronen hast du auf jeden Fall. Die werde ich brauchen. Dann kann ich dir aber auch anderen Shit dafür geben. Die, das Kampfmesser. Und die Pistole. Kleidung. Abgenutzter Filzhut. Wahrnehmung und Glück. Gasmaske mit Brille, Greaserjacke und Jeans. Warum habe ich denn die dabei? Achso, weil die Glück gibt. Ausdauer gibt es, ah ja. Lizut gibt Charisma. Wahrnehmung, sauberer Anzug, Schweißerbrille, Sturmgasmaske, Unterhemd und Jeans. Also ich kann mein Glück noch mehr steigern tatsächlich, aber dann habe ich glaube ich keine Rüstung mehr. Blaster Trenchcoat. Werden wir glaube ich direkt mal loswerden. Des Akrobaten reduziert Fallschaden. Des Kammerjägers. Eidechsen und Insekten gedämpft poliert. Ich glaube, die will ich eigentlich loswerden. Zumindest hier gedämpft poliert. Mit Taschen verstärkte Raider-Rüstung. Plus 3 auf alle Werte, wenn du unter 25% Gesundheit hast. Ja, nee, weg damit. Blutpakete. Legion am Stiel, diverses. A-Klammern, Müllsjäger auszeichnen, Nachricht an Tweez. Das hier hat, achso, das überfällige Buch hat ein Gewicht, ja klar. Sonst können wir die Sache eh einfach dabei behalten. Ich glaube, ich werde gar nicht so krass viel craften. Und daher kann ich die Sachen dann auch einfach weggeben. Federn. Golduhr. Tauschen. Viel Spaß mit der Golduhr. Kann ich dir noch was verkaufen? Des Lebens nicht umbringen. Entspannt. Danke nochmal für den Farm. Solche Pflanzen sind nur schwer zu bekommen. Und brauchst du ein paar Cams? Solomon. Du siehst aus, als wolltest du ein Rezept. Nee, ich will kein Rezept einlösen. Was, um die Nerven zu beruhigen, zum Entspannen? Klar, ich schau's mir an. Ich hab das Richtige für dich. Rührei? 38er Patronen, alles klar, warum auch immer, sind 38er Patronen. Doppelläufige Schrotflinte Stecherabzug. Achso, hier habe ich ja den Shit noch. Leichter kurzer Lauf. Nee, kurzer Lauf finde ich immer Shit. Nehmen wir das mal alles los. Mein Schrott. Sicherungen, Silbertafellöffel, silberne Taschenuhr,
Stahl, Stift, Superkleber, Terminal, Grafikkarte, Terpentin. Unbeschädigtes Abraxaputzmittel hier, viel Spaß damit. Vergoldetes Sturmfeuerzeug. Stellbarer Schraubenschlüssel. Vorkriegsgeld könnte ich ihm noch geben, theoretisch jede Menge. Leder, Zahnbürste, Zahnräder, Zigarrenkiste. Klebeband, Kaffeetasse. Hier ist eine Kaffeetasse noch, bitteschön. Reicht mir erstmal. Wir wollten im zu dem Haus. Supersalon bekommst du endlich deinen Traum. Sind irgendwie hier hinten rumgelaufen. Oder? Ein bisschen. Speichern mal. So, können weitergehen. Valenti. Was ist denn jetzt falsch mit dir? Hey, Valentine. Immer langsam. Okay, ja. Schnell bist du nicht, das können wir festhalten. Da wären wir. Halt die Augen auf, ja? Mal sehen, ob ich die aufkriege. Okay, der knackt für uns die ganze Scheiße. Das ist mal ein Schloss. Hast du was zu verbergen, Kellogg? Versuch du es doch mal. Kann ich nicht? Ich glaube nicht, dass ich das Schloss knacken kann. Kein Nick. Ah, so kommen wir nicht durch die Tür. Nee. Siehst du die Plattform da hinten? In der Nähe des Stadtrands? Das ist der Aufzug zum Büro des Bürgermeisters. Frag doch dort mal nach. Ich bleibe hier und versuche, okay, das Schloss aufzubrechen. Hab mich vielleicht gerade ein bisschen zu verschluckt. Okay, dann fragen wir den Bürgermeister mal ganz lieb und nett, ob der uns vielleicht einen Schlüssel gibt. Wo war denn das? Neuesten Neuigkeiten aus dem Commonwealth. Wo war das da? War's? Mayor steht doch hier rum. Ah. So, hallo. Wir müssen mal kurz hier hochfahren. Entschuldigung, Wuffi, du, wir sind gleich wieder da. Ist das eigentlich ein Problem, wenn ich in der Stadt rumballer? Habt ihr da Schwierigkeiten mit? Oh, Piper ist hier oben. Was macht denn Piper hier? Warum kommt der Bürgermeister nicht raus? Hat er Angst vor der Presse? Wenn ich zum Institut gehören würde, käme er sofort angerannt. Haben Sie mal daran gedacht, mit etwas leiseren Worten Aufmerksamkeit zu erregen, Herzchen? Und nicht so rumzuschreien? Oh, da muss ich an meinen Artikel über die Affäre des Bürgermeisters mit einer gewissen hohlköpfigen Blondine denken. Oh, wen haben wir denn da? Was führt dich zum Büro des Bürgermeisters? Was machst du hier, Piper? Nicht vor der Drucklegung. Das kannst du in der nächsten Ausgabe lesen. Dammit! Wenn Sie den Empfang nicht mehr in Beschlag nehmen, Miss Piper, kann sich der Bürgermeister um wichtigere Bürger kümmern. Ein Bier und meine Hausschuhe. Ich wollte sowieso gerade gehen. Mehr will ich nach dem Dienst gar nicht. Die meisten Leute brauchen einfach nur Hilfe. Wir müssen sie... Der Bürgermeister empfängt Besucher, wenn sie nicht von der Presse sind. Brauchen sie Hilfe? Schlüssel für das fliegende Haus. Ich kann also einfach rein und mit McDonough sprechen? Ich kann also einfach rein und mit McDonough sprechen? Nur zu, sein Büro ist offen. Er nimmt sich Zeit für jeden, wenn er es einrichten kann. Er nimmt sich Zeit für jeden, wir nehmen mal die Waffe weg. Ah ja, ich erinnere mich, der Neuzugang. Ich wünschte, ich könnte wie Sie unsere großartige Stadt zum ersten Mal sehen. Was also können Sie tun? Wir müssen vielleicht mal drüber reden, was eine Stadt ist. Bürgermeister, gibt es einen Zweitschluss? Nick Valentine meinte, ich sollte mich an Sie wenden? Nick Valentine meinte, ich sollte mich an Sie wenden. Tatsächlich? Eine Ermittlung, schätze ich? Sie zwei wollen mir doch nicht etwas... Nein! Ein Mann namens Kellogg hat früher in der Stadt gelebt. Ich will mich in seinem Haus umsehen. Verstehe. Nun...
was Ihre Gründe auch sein mögen, ich nehme die Privatsphäre meiner Bürger sehr ernst. Auch wenn sie nicht mehr hier wohnen. Ich kann sie nicht einfach in ein fremdes Haus lassen. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Bitte, Bürgermeister McDonough. Dieser Kellogg hat meinen Sohn entführt. Ich muss ihn finden. Oh, natürlich. Ich werde alles in meiner Macht tun, um Ihnen bei der Bewältigung dieser Tragödie behilflich zu sein. Ich erinnere mich an Mr. Kellogg. Ich persönlich mochte ihn nicht. Völlig paranoid, hat nie mit jemandem gesprochen. Ich bezweifle, dass Sie ihn finden werden. Aber ich möchte, dass Sie den Schlüssel zu seinem alten Haus mitnehmen. Es ist allerdings verlassen. Die ganze Sache könnte also vergeblich sein. Dankeschön. Das wollte ich schon. Das war's. Tschüss. Ich bin wieder weg. Dogmeat? Bist du gerade runtergesprungen? Bist du ein Idiot? Du bist ein Idiot. Ich würde dich hecheln. Ich hab dich hecheln gehört, wo immer du bist. Du wirst schnell zu mir finden. Ich vertraue dir da ganz und gar. Ach, das soll ich hier nicht klauen. So, wir wollen. Moment, wir wollen die Richtung. Da hinten geht's hoch. Das Sprinten-AP-Verbrauch ist echt doof. Da ich die AP eigentlich mal benutzen will, will ich selten sprinten. Hast du den Schlüssel? Okay, dann los. Die Ehre überlasse ich dir. Let's go. Haben aufgeschlossen. Sehen wir uns etwas um. Kellogg muss irgendwas zurückgelassen haben. Taschenlampen. Eine Menge anderen Shit. Kommt dir der Laden auch verdammt klein vor? Bei Kellogg. Hätte ich was Größeres erwartet. Hier ist nichts drin. Das ist wirklich literally klein. Das ist einfach vergammelter Mais. Hast du dir den Schreibtisch angesehen? Ein vergoldetes Sturmfeuerzeug. Schreibtisch habe ich mir schon ziemlich angesehen. Ich sag's dir, hier stimmt etwas nicht. Halt Ausschau nach was Auffälligem. Nach einem Schalter oder Knopf. Ah. Auch eine Möglichkeit, einen Raum zu verstecken. Holy shit. Sieh dir das an. Hallo Kraller. Für jeden Söldner. Jagdgewehr. Ist nicht so ein geiles Gewehr. Aber die Muni und die Raketen und so und die Nougat-Cola. Leguan-Suppe, das ist was zu essen. Insta-Püree, Nougat-Cherry, Fleisch und Bohnen. Orange Mentats. Ich glaube, Mentats waren Drogen, wa? Leguan. Schmutziges Wasser wollte ich. Du stehst echt beschissen. Aufbereitetes Wasser, jede Menge. Gummibonbons, Stimpaks, Red-Kakerlakenfleisch, San Francisco Sunlight, Squint Stout, 44er Patronen und Zigarren. San Francisco Sunlight. Interessante Marke. Das allein hilft uns aber nicht. Was denn? Der große Uhrwerkmeister weiß nicht weiter. Irgendwelche Vorschläge, Nick? Ich frage mich, ob Dogmeat seine Fährte aufnehmen kann. Das ist gar keine schlechte Idee. Manche Hunde hier in Commonwealth können Leute über Meilen hinweg aufspüren. Wuff! Tja, Dogmeat scheint scharf auf den Job zu sein. Lass ihn doch mal schnüffeln. Vielleicht kann er die Fährte ja aufnehmen. Bevor du dich auf den Weg machst. Ich weiß, dass das was Persönliches ist. Wenn du dich Kellogg allein stellen willst... Sag das einfach.
Ich weiß nicht, ich könnte bei der Sache eine Hilfe brauchen, aber vielleicht sollte ich das allein erledigen. Ich weiß nicht, ich könnte bei der Sache deine Hilfe brauchen. Zählt der als Begleiter? Aber vielleicht sollte ich das allein erledigen. Wenn du mich brauchst, sag mir einfach Bescheid. Und wenn nicht, hoffe ich, dass du deinen Sohn dabei hast, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Ah ja. Dogmeat, schnüffel mal da dran. Ich vertraue die Zukunft meiner Familie einem Hund an. Ich bin wirklich verrückt geworden. Hast du was gefunden, mein Junge? Okay. Jetzt müssen wir der Dogmeat her hecheln. Okay, ich darf wieder nicht raus. Jetzt darf ich erst raus. Wiedersehen macht Freude. Folge Dogmeat.